Jetzt Bonus kassieren auf admiralbet.de. Ja, willkommen zu den Admiral Spieltagstipps der Kreisklasse 2 in Hamburg. Moin, mein Name ist Ersin, ich bin Spieler beim Willinghusen SC. Und ich bin Jakob, auch beim vom WSC. Und wir tippen mal die erste Paarung, das ist ETSV Hamburg 2 gegen Altengamme 3. ETSV, ja, die haben ja gegen TSG gewonnen. Ich schätze auf einen Heimsieg von ETSV Hamburg 3-1. Nächstes Partie Concordia 2 gegen Dassendorf 2. Da würde ich sagen, ja, irgendwie so ein... Das ist erster gegen letzter oder vorletzter, glaube ich. Ja, 4-1 Cordi. Ja, ja, bin ich auch dafür. Die nächste Partie ist Oststeinbek 2, gegen die wir heute gespielt haben, gegen 4 Marschlande 3. Oststeinbek, ja, 4 Marschlande 3, gegen die haben wir beide Spiele verloren. Da bei denen haben wir ja 8-2 verloren. Ich tippe auf einen Auswärtssieg von 4 Marschlande 3. 3-2. 3-2. Ja, das nächste Korslack 9-Gamme 3 gegen Gülzo. Schwierig. Ja. Ich würde sagen, das wird ein 2-2. Sehr ausgeglichene Partie, ja, auch von der Tabelle her. Ja, 2-2. Ja, 2-2. So, dann kommt, TSG Bergedorf gegen Alzeter Longhorn. Ja, das wird TSG machen, oder? Glaube ich. Ja. Das wird so ein... Ja. Knappe 3-0, Geschichte. 4-0, 3-0, 3-0, 3-0. 3-0, okay. Europa 1 gegen Vorwärts Wacker 2. Ja, von der Tabelle glaube ich relativ gleich, ne? Ja. Da würde ich sagen, setzt Europa sich ganz knapp durch aufgrund der Heimstärke. Echt? 2-1. Okay, gut. Nächste Partie sind wir bei Bergedorf 85. Klar, also wir müssen ja für uns tippen, ne? Ja, klar. Also, sag ich ein 0-4. Ja, 1-4, 0-4. 1-4, 1-4. Nein, 1-4. 1-4, ja. Das war's. Tschüss. Ciao. Jetzt Bonus kassieren auf admiralbet.de.